Illertissen lässt von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer der Herr im Haus ist. Der Ball läuft gut bei den Gastgebern, Pippins Ried meist zu passiv, die logische Konsequenz, das 1:0 durch Marco Hahn in der 21. Minute. Trotz zahlreicher Möglichkeiten fällt das zweite Tor erst in der zweiten Hälfte. Moritz Strobel nach einer knappen Stunde Spielzeit. Keine 5 Minuten später, FCP-Keeper Thomas Reichelmeier zu spät dran gegen Max Zeller. In der BFV-Lupe sehen wir ein klares Foul am Illertissener Rechtsverteidiger. Burak Koban verwandelt den fälligen Strafstoß. Kurz drauf FVI-Mittelfeldspieler Moritz Nebel ungeschickt im Zweikampf. Foul an Oliver Vagalla. Der Platzverweis wegen einer Notbremse richtig überflüssig bei einer 3:0-Führung. Noel Knote holt sich noch die Ampelkarte. Daher endet das Spiel 10 gegen 10 und es endet 4:0, weil Felix Schröter noch einmal trifft für den hochverdienten Sieger, den FV Illertissen.